Warum haben beliebig viele Engel auf der Spitze einer Nadel Platz? Warum können wir nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen? Die Heimtheorie der Elementarteilchen liefert da eine ganz überraschende Antwort drauf. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Originalgedanken von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im letzten Video habe ich euch Burkhard Heims Konzept der sechsdimensionalen Welt vorgestellt. Da gibt es 3 Raumkoordinaten, die können wir auch zusammenfassend nennen den R3. Es gibt dazu die Zeitkoordinate, das können wir nennen einfach den R4, die vierdimensionale Raumzeit. Es gibt die beiden zusätzlichen Koordinaten, Entelechie und ionische Dimension. Die nennen wir zusammen den Transbereich. Und das Ganze zusammen, das nennen wir den R6 oder die R6-Welt. Übrigens, immer wenn Burkhard Heim von der Welt sprach, dann meinte er diese sechsdimensionale Welt. Alle 6. Für diese Welt geht Burkhard Heim von einer sehr grundlegenden Annahme aus, nämlich, dass der Raum nicht beliebig klein unterteilt werden kann. Es gibt eine kleinste geometrische Einheit, eine geometrische Letzteinheit. Das ist neu. Wir haben in der Physik, die wir kennen, da denken wir, man kann also gegen das unendlich Kleine gehen. Das geht bei Burkhard Heim nicht. Er sagt, es gibt eine untere Grenze, die identifiziert er mit der Planck'schen Länge. Besser gesagt, er identifiziert sie mit dem Quadrat der Planck'schen Länge. Und die kann nicht unterschritten werden. Diese Länge ist, die Planck'sche Länge beträgt 1,6 mal 10 hoch minus 35 Meter. Wenn ihr einen Größenvergleich braucht, nehmt ein Fußballstadion und daneben ein Wasserstoffatom. Dann ist das Verhältnis zwischen Wasserstoffatom und der Planck'schen Länge das gleiche wie zwischen dem Fußballstadion und dem Wasserstoffatom. Also man muss schon sehr genau hinschauen. Was heißt das jetzt, eine Länge oder eine Fläche, die nicht unterschritten werden kann? Es heißt, unterhalb dieser Länge können wir Ursache und Wirkung nicht mehr unterscheiden. Das heißt, alle unsere Naturbetrachtung ist ja darauf ausgelegt, dass wir Gesetze aufstellen, wo wir Ursachen haben und die erzeugen Wirkungen. Das ist ja die Grundlage der Physik, unserer Formeln, unseres ganzen Denkens eigentlich. Und wenn wir unter diesem Maßstab gehen würden, dann würde das aufhören. Das ist also eine absolute Grenze unserer Erkenntnisfähigkeit über die Natur. Wir können darunter Mathematik betreiben, aber keine Physik mehr. Burkhard Heim nannte diese kleinste Fläche das Metron. Also das sozusagen das absolute Maß. Und jetzt könnt ihr euch diesen gesamten R6 als ein Gitter vorstellen, das aus diesen kleinsten Flächen zusammengesetzt ist. Also ein metronisches Gitter. Wenn wir Flächen sagen und Länge, Planck'sche Länge, dann ist das natürlich ein Maß der Raumdimension, aber man kann über sogenannte Eichfaktoren genauso die Zeitdimension und die anderen beiden in Längen umrechnen, sodass die Betrachtung wieder gilt mit der Fläche oder Länge. Dieses Gitter, das kann sich jetzt verformen, aber nicht wahllos, sondern da gibt es ganz bestimmte Regeln. Erst einmal gibt es 3 Gruppen, die da miteinander interagieren können, also Koordinatengruppen. Die erste davon sind die 3 Raumdimensionen, denn diese treten immer zusammen auf und sie zu isolieren würde gar keinen Sinn machen. Die zweite ist die Zeitkoordinate. Die ist offenbar etwas ganz anderes als die Raumkoordinaten, auch als die beiden anderen, und kann mit diesen nicht vertauscht werden. Und die beiden Transkoordinaten, die sind zwar untereinander nicht vertauschbar, aber sie treten trotzdem als eine semantische Gruppe auf. Das heißt, ich kann das eine nicht erwähnen, ohne das andere zu erwähnen. Einzeln machen sie einfach keinen Sinn. Diese 3 Gruppen gibt es jetzt. Und in diesen 3 Gruppen und deren Kombinationen können sich jetzt die Metronen verformen, beziehungsweise Burkhard Heim spricht von Kondensation. Kondensation der Metronen. Und von diesen Kondensationen gibt es insgesamt 4. A, B, C, D. Ich fange jetzt bei D an. Bei D, der Kondensationsform D, D
deformieren sich alle Koordinaten. Der Raum, die Zeit, die Transkoordinaten. Ich unterschlage jetzt mal, dass da mehrere hundert Seiten Formelableitungen hinterstehen oder jetzt noch kommen. Am Ende kommt bei Burkertheim raus, diese Deformationsgruppe, daraus ergeben sich die geladenen, wegbaren Elementarteilchen. Das ist der erste Schritt zu seiner Massenformel gewesen. Wegbar heißt, sie können in Ruhe sein und man kann sie dann auch wiegen, mit bestimmten Methoden, aber man kann sie wiegen. Die prominenten Vertreter von dieser Gruppe, die kennt ihr, habt ihr in der Schule gelernt oder ich habe es, glaube ich, in der Sendung mit der Maus gelernt, Elektronen, Protonen, Minus und Plus. Das ist die Gruppe D. Gruppe C. In Gruppe C fällt die Zeit aus dieser ganzen Sache raus. Es deformieren sich also die räumlichen Koordinaten, es kondensieren die räumlichen Koordinaten und die Transkoordinaten. Da kommen raus die ungeladenen, wegbaren Elementarteilchen. Neutrale Elementarteilchen, Neutronen. Jetzt haben wir schon die drei Bausteine unserer Atome. Gruppe B. In Gruppe B kondensieren die Transkoordinaten und die Zeitkoordinate. Was kommt daraus? Lichtquanten, Licht. Und jetzt können wir schon die Fragen beantworten, die ich eingangs gestellt habe. Warum haben beliebig viele Engel auf der Spitze einer Nadel Platz? Man unterstellt bei dieser Metapher, Engel haben gleiche Eigenschaften wie Licht. Ganz einfach, wenn ihr das seht, Licht hat ja überhaupt keine räumliche Komponente. Es hat diese, Physiker wundern sich manchmal, warum hat Licht diese merkwürdige Eigenschaft, dass sich die Lichtquanten, manchmal sagt man Lichtteilchen, aber es sind keine Teilchen, dass sich die Lichtquanten nicht im Raum stoßen. Licht kann sich beliebig durchdringen oder überlagern, es macht einfach nichts, es bleibt trotzdem es selbst. Ja, es ist ganz klar, warum. Es hat ja überhaupt keine Raumkoordinaten. Licht nimmt überhaupt keinen Raum ein. Es ist zwar auf unserer Zeitebene vorhanden, aber nicht in unserem Raum. Und das ist der Grund. Die zweite Frage, warum wir nicht durch Wände gehen können. Ja, die anderen beiden Formen, die feste Materie, die hat immer Raumkoordinaten. Und Raum kann nur einfach vergeben werden. Stimmt übrigens nicht ganz. Es gibt ein Schlupfloch bei Heim, dass wir vielleicht doch irgendwann durch Wände gehen können, aber jetzt noch nicht. Irgendwann können wir durch Wände gehen. D, C, B und jetzt komme ich zu A, der eigentlichen Pointe. A bedeutet, die Kondensationsform A, dass sich nur die Transkoordinaten deformieren und kondensieren. X5 und X6. Und da kommt etwas raus, das nennt Heim Aktivitäten. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, die anderen drei Formen, die treten nie auf, ohne dass diese Transkoordinaten dabei wären. Das Licht und die Elementarteilchen, die haben immer auch eine Transkomponente. Warum muss das so sein? Ganz einfach, die Transkoordinaten bilden ja Struktur und Strukturdynamik ab. Stellt euch mal vor, da wäre ein Etwas, das keine Struktur hätte. Ja, was wäre das denn? Das wäre gar nichts. Also es wäre nicht etwas, sondern nichts. Und deswegen muss bei allem, was geschieht, immer eine Strukturdynamik dabei sein. Wir haben da also in unserem Transbereich diese Aktivitäten. Die haben keine Eigenschaften, die wir kennen. Wir haben Physik bislang ohne sie betrieben. Sie haben keine Masse, sie sind nicht in der Zeit, das heißt, sie schwingen auch nicht. Aber sie sind da. Warum sie da sind? Aus den Formen C und D hat Heim ja seine berühmte Massenformel für Elementarteilchen abgeleitet. Nein, leider ist sie nicht berühmt, aber sie existiert und ich zeige euch hier einfach ein paar Ergebnisse. Berechnete Werte versus gemessene Werte vom CERN und die Abweichung. Die Ergebnisse sind derartig umwerfend gut. Es hat nie jemand geschafft, außer ihm. Noch nie, seit ihm auch nicht, so etwas auch nur ansatzweise zu produzieren, auch nur in die Nähe zu kommen. Mit diesem Ansatz hat er es geschafft. Man muss das schlichtweg ernst nehmen. Und wenn man akzeptiert, dass er
dass er aus diesen Überlegungen die Elementarmaßen berechnen kann, dann muss man auch akzeptieren, dass es da diese Aktivitäten geben muss. Und dass diese Aktivitäten an allem raumzeitlichen Geschehen, das wir bislang gekannt haben, immer dranhängen. Nichts geschieht, ohne dass es eine Transdynamik hat. Diese Aktivitäten hängen also an allem raumzeitlichen Geschehen dran. Und vor allem, sie können eben auch alleine auftreten. Sie können jenseits von Raum und Zeit miteinander wechselwirken. Sie können auch unsere Raumzeitebene schneiden. Dann haben sie die Eigenschaft von Gravitonen. Und in dieser Eigenschaft können sie Wahrscheinlichkeitszustände der Materie verändern. Jetzt haben wir also gewissermaßen das Medium, in dem wir eine Transdynamik betrachten können. Und wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann dürft ihr wirklich gespannt sein, wohin uns das noch führt. Das wird uns in den nächsten Videos in ganz andere Bereiche führen. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und neugierig. Und wir sehen uns bei 6 Dimensionen in Farbe.